Hallöchen YouTube, es geht wieder los, eine neue Folge ARK Survival Ascended bei uns auf dem Kanal. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und du ganz besonders. So, wir gehen jetzt los, wir wollen nämlich ins Wintergebiet, denn wir brauchen polymeriges Polymer und das Wintergebiet ist irgendwo da hinten. Irgendwo da hinten lang. Deswegen geben wir einfach ein bisschen Gas. Wir haben nicht viel Leben am Start. Das ist klar. Aber es wird sich so nach und nach heilen, glaube ich. Ne? Uns darf natürlich nichts angreifen. Polymer brauche ich unter anderem, um den Transporter herzustellen. Und mit selbigen Transporter können wir uns natürlich hier hin und her beamen, wie wir gerade lustig sind. Das fände ich ganz cool. So, was haben wir hier? Drop? Ja, den Drop nehmen wir jetzt natürlich mit, ne? Das ist ja wie so Lootboxen. Das wäre auch ein schöner Base-Spot gewesen hier. Vor allen Dingen, ne, Ruhe. Keine bösen Viecher. Keine lieben Viecher. So, was hast denn du für mich? Anglergel. Naja, ne? Besser wie dusch. Lieber man hat als... So. Den Drop da hinten hole ich mir aber auch noch schnell. Vielleicht ist ja da schon zufälligerweise Polymer drin. Oder Poly weniger, ich weiß noch nicht. So. Polymer hatten auch die Gottesanbeterin, ne? Haben die mich von dem Flieger runtergekickt? Oder waren das die anderen? Ich weiß gar nicht mehr. So, was haben wir denn hier Schönes? Das ist hier die Peter-Insel. Regiert von Peter. So. Ja, da hinten ist schon wieder ein Spucki. Oh, Spucki. Naja. Haben wir auch schon bessere Zeiten erlebt, ne? So, du kriegst ein bisschen Fisch rein. Du magst doch bestimmt Fisch, ne? So. Sehr schön. Ach, schau dir das... Oh, da, schau. Was habe ich da entdeckt? Ein tödliches Skelett. Oh, was ist denn das? Das Kochtopf. Ach, das Feuer. Einfach nur Feuer, ne? Das ist ja nett. Da gibt es Obsi. Das müssen wir uns merken, denn irgendwann brauchen wir es. Wir haben ja schon ein bisschen was gesammelt. Genau, Moon. Koch für den Chat wieder mit. Du bist ja hier die Kochtante bei uns. Na, das sieht doch toll aus. Oh, der speit die ganze Zeit auch, ne? Der hat bestimmt was Schlechtes gegessen. Aber ich will da jetzt nicht reinrennen, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, was da drin auf mich wartet. Ihr wisst ja, ne? Immer Mut zur Lücke, aber heute nicht. Nee. So, da ist noch ein Drop. Da rasen wir schnell hin. In der Hoffnung, dass das Spiel hier, ne, weiter so smoothie läuft. Ach, der kommt erst. Okay. Der kommt erst. Ja, immer redet ihr von Essen. So, wir müssen Richtung Schneegebiet. Das muss irgendwo da hinten sein. Und da werden wir auch die Mitte überfliegen. Sozusagen den Namensgeber dieser Karte. Agi. Oh, hier gibt es Agis. Das ist gut. Und Scorpies. Scorpies, Agis. Was ist denn das hier für ein kleines Zeug? Was fliegt denn hier rum? Beißt mich nicht. Also hier gibt es nochmal Crystal. Jede Menge. Jede Menge Argis. Aber Crystal müsste ich schon fast wieder mitnehmen, ne? Boah, das sieht ja toll aus hier. Oh, schau doch mal. Hallo, Herr Argi. Schön. Aber ich glaube, im Schneegebiet haben wir so viel Crystal. Brauchen wir uns jetzt erstmal keine Sorgen machen. So, wir müssen auf diesen mittleren Punkt kommen. Da. Da gibt es irgendwo Öl auch am Land. Und das ist, wo ist denn dieses? Warte mal, hier ist noch ein Ding. Hier ist ein Ding, Leute. Das ist mein Ding hier, schlechthin. Ich hoffe, hier kommt jetzt nicht aus dem Wald gesprungen. Komm, bleib hier. Nee, oder? Eine 540er. Das ist ein Bauplan. Bauplan. Na toll. Der nützt mir mal nichts. Der nützt mir nichts. Geh mal hoch hier, ich brauche mal einen Überblick. So, wo sind wir denn hier?
Okay, da müssen wir noch weiter in die Richtung. Und dann kommen wir auf so eine große Plattform, die umgeben ist von Wasser. Das sogenannte Center. Da schau, es noch mehr Kristall. Nein, das ist Schnee. Okay. Da ist Schnee. Okay. Oh, sehr schön. Na, hier gibt es ja echt noch reichlich zu entdecken, ne? So, lass mich auf die Karte gucken. Nee, da bin ich noch lange, lange nicht. Das hat irgendwas mit dem da in der Mitte zu tun. Mit diesen ganzen Wasserfällen und diesen ganzen geilen Quatsch da. Oh, das ist ja schön. Ist das nicht schön? Da ist ein blauer Drop, aber mit einem Wasser. Der hilft uns ja mal gar nichts. Da ist noch ein blauer Drop und das ist so weit weg für mich. Da habe ich jetzt keine Lust. Oh, hier. Eieiei. Ohohoho. Oh. Hallöchen. Hier wird einem ja schwummerig. Und irgendwo da oben muss auch noch Öl sein. Ganz normales Standardöl. Direkt zum Abbauen gedacht. Laut Ressourcenkarte. Ich hoffe nicht hier drunter, unter Wasser, ne? Aber die gibt es ja auch oben, ne? Hier so live und in Farbe. Da muss irgendwie... Lasst mich mal schauen. Genau hier, wo ich bin. Irgendwie da oben. Ich gucke mir das jetzt an für euch. Exklusiv auf diesem Kanal. Itsune, grüß dich. Halli, hallo, hallöle. So, wo sind wir denn hier? Haben sie das wahrscheinlich ganz oben hingepackt oder ist es... Da unten, wo die ganzen kleinen Biester sind. Man weiß es nicht genau, aber ich gehe davon aus, dass es da unten. Komm, lass mich mal hinflattern. Lass mich mal hier den Flattermann machen. Was rennt denn da rum? Hyänen. Ja, je. Oh, was ist denn da los? Was ist denn da für ein Gewusel? Leute, ich brauche Öl. Oh, genau, wehrt euch, wehrt euch, Agis, wehrt euch. Was hackt mir da ein? Achso, Mr. Scorpion. So, aber einen Ölstein sehe ich jetzt aktuell hier auch nicht. Haben die mich betrogen? Oh, ein Greifi. Sehr schön. Standard-Greifi. Auch da unten ist ein Sabertooth. Na, hier geht's aber ab, ey. Hier willst du doch nicht freiwillig landen und Öl kloppen. Trübes Metall. Schaut euch das doch mal an. Also ich sehe hier aktuell noch kein Öl. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ein schöner AG hier. Oh, ist der toll. Also hier gibt es erstmal nichts zu sehen für mich. Dann ist das wahrscheinlich doch unter Wasser. Aber wie gesagt, ohne Taucheranzug brauche ich noch gar nicht runter. Oh, was ist denn das da? Noch ein Greifi. Aber den würde ich mir erst gern mit einer Falle holen. Schöner noch dazu. Oh, schau dir das an. Ist das nicht wunderschön? Oh, Greifi. Da wissen wir schon mal, wo es die gibt, ne? Fürs nächste Mal. So, und ich hoffe, ihr haut mich jetzt nichts vom Sockel. Oh, ist das toll. Kann es sein, dass ich... Nee, Leben verliere ich nicht, ne? Warte mal. Das tickt langsam nach oben. Tick mal schneller bitte nach oben. Oh ja, mit Sicherheit gibt es hier viele Orte, wo sie eine Base haben will. Könnte ich mir direkt vorstellen. Hier so. Aha. Gott, ist das nett. Was mir so fehlt so ein bisschen auf der Map, sind die Wiefern. Und die, vielleicht hätten sie ja die Sinnoman-Kropse noch mit reinpatchen können, wisst ihr, die Rückentiere. Mit denen man rumfliegen kann. Das wäre geil gewesen.
hättest du dir auf jeden Fall erstmal das Jetpack erspart und so weiter und so fort, ne? Aber na gut, man kann ja nicht alles haben, ne? Oh, es werden Babys gesammelt, glaubt man. Sie hat schon gesagt. Sie hat es schon gesagt. Oh. Oh, 700. Nein! Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Ich sage nö. Komm, spring über die Klippe. Komm. Wollen wir ihn über die Klippe springen lassen? Hat er mich jetzt... Das war doch wieder ein ganz kleiner Kampf, ne? Und da hopsen natürlich wieder alle rundherum, die ihren Rang und Namen haben. Ich will einfach nur... Oh, schaut doch mal, zwei Rexe gleich. Hm. Skorpione, Rexe, Argis. Hallo, Rex. Ich könnte die ja alle essen, ne? Naja, guck mal. Guck mal, ich habe 14.000 Leben. Ein Angriff von 19.000%. Eigentlich könnte ich die, glaube ich, essen. Was habt ihr für ein Level? 135, 108. Ach klar. Die esse ich doch zum Frühstück. Los, Angriff. Hör auf zu schreien. So, das ist meine hier. Ja, ist das klar. Haben wir das geklärt? Hey, 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 hey. Was bist denn du noch? Geh weg. Haben wir es jetzt? Ja, leicht overdosete Server-Einstellung, ich weiß. Und dann ist noch nicht mal was Gutes drin. Oh. Was ist da hinten los? Diese verrückten Viecher, komm, wir brauchen aber trotzdem noch Winter. Wir brauchen Winter. Das sieht geil aus, oder? Oh, ich brauche erstmal Schneegebiet. Wo war es denn jetzt nochmal? Irgendwo da. Muss ich mal hochfliegen. Winter, Winter, ach hier. Hier wintert es doch schon. Und im Wintergebiet hast du doch auch diese Ölfelsen gehabt, ne? So am Rand zumindest. Aber ich glaube, wir haben hier gar keinen Winterrand. Wird mich hier natürlich wieder alles anschreien, was Rang und Namen hat. Flop. Komm, wir gehen mal hier gucken. Ich habe ja meinen Otter am Start. Mein Ottili. Tja. Also hier gibt es auch jede Menge Argis, das ist gut. Da ist der Juti. Die Jute. Die alte Jute. Aber ich brauche immer noch Öl, aber im Winter... Nee, hier gibt es gar kein Öl. Laut Map gibt es hier gar nichts. Nichts gibt es hier. Nichts. Kein Öl, kein gar nichts. Na, das ist ja blöd. Was ist das hier? Wüste? Ist das so eine richtige Wüste? Da sind wieder ein Haufen. Oh, Wölfe. Wölfese. Sehr schön. Ich glaube, da hinten ist die Map ja wieder zu Ende, ne? Oh, was ist denn jetzt los? Sturm im Paradies? Heilandzacker, ich habe nicht mal einen Regenschirm dabei. Junge, 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 Junge. Hey, ruhig bleiben, ruhig bleiben. Das sieht toll aus. Dani hat gekackt. Es ist ein gutes Ding. Genau, hier willst du die Base haben. Wahrscheinlich, mit dem Ausblick, ne? Ganz genau. Das wäre was, ne? Das wäre was. So, aber das löst ja auch mein Ölproblem immer noch nicht. Ah. Ich glaube, wir werden um dieses blöde Rumtauchen nicht rundherum kommen.
Und dann brauche ich, ob ich will oder nicht, trotzdem Polymer. Ne, wir müssen nochmal ins Schneegebiet. Wir müssen nach Pinguin gucken oder so. Guck mal, da ist ja auch noch was, ne? Da drüben. Da gehen wir mal hin. Vielleicht sehen wir da so einen kleinen Flitzer. Ein Flitzerschnitzer. Der Juti dreht durch. Da unten sind ganz viele Löwis. Oh, ist denn das für ein Krachjahr? Oh, nein, lass mich nicht anbrüllen. Bitte nicht anbrüllen. Du kleiner Pinguin, wo bist du? Was ist das da süß? Ist das ein Baby-Sabertus? Ein Baby-Saber? Ja. Mai, 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 Mai. Oh Gott. Ich ahne so viel schlimme Sachen, wenn ich diese Map sehe. Ich ahne wirklich extrem viel schlimme Sachen. So, gibt es hier zufällig Pinguine? Ja. Ich habe leider keine Keule dabei. Ich bin völlig unbekeult. Hallo. Au, hör doch auf. Hat das jetzt was gebracht? Heizi. Oh. Na. Na. Bunny, geht's gut? Alles gut. Hey, was ist hier los? Tut mir leid, Babys. Tut mir sehr leid. Oh, ey, ist hier laut, ey. Nein, bleib mal hier. Bleib hier. So. Schau mal einer an. Das ist ja jetzt auch nicht die Menge, ne? Die ultimative Menge. Aber besser wie... Oh, ey, ist doch gut. Gehst du mal hier hoch, bitte? Ja. Ah. Wir haben 34, 264. Wollen wir ein bisschen leiser machen, ne? Bei dem Gewittersturm hier. So, da oben ist noch was. Da. Sehr schön. Das ist natürlich wieder das blöde Polymer. Das hält nicht lang, ne? Hier kannst du essen. Oh, mehr gibt's hier nicht, ne? Bitte noch ein paar Pinguine. Ja, ein Spino brauche ich nicht. Ich brauche Pinguine. Ah. Danke. Oh. Na dann. So, warte. Wo habe ich denn mein Schwert? Braucht ja eigentlich die Keule, ne? Die wäre ja besser. Ne, das ist mein Viech, was hier blinkt. Der hat keine volle Lebensleiste. Krieg ich mehr, wenn ich... hallo? Oh, Otter, du Doofes. Warum machst du das? Hör doch auf, meine Pinguine zu fressen. Meine Pinguine. Er hat schon wieder gefressen. Entschuldigung. Entschuldigung. Otter, hör auf. Hat er schon wieder gemacht. Er hat es wieder getan. Oh. Also langsam sind wir keine Freunde mehr. Ja, Otter so, ja. Genau. Erzähl du ruhig. Da, schon wieder. Sag mal, du bist ein verfressenes Viech. Gib mir mein Polymer her. Ja, siehst du? Der Sack. Mann, Mann, Mann. Komm hoch wieder.
Oder wenn wir ganz schnell nach Hause fliegen, wo das Polymer durch ist. Ja, werden wir machen müssen. Vollgas nach Hause. Wo ist denn Hause? Da. Und dann müssen wir nachher nochmal wiederkommen, wenn die sich alle hier regeneriert haben, ne? Vielleicht auch die Ölklumpen wieder da sind, dass überhaupt mal das ganze Gebiet hier ein bisschen mehr erkunden. Hat das mit dem Center hier zu tun, dass das hier so scheiß Wetter ist? Ist ja furchtbar. Ich habe jetzt auch keine Lust, hier runtergemountet zu werden. So richtig jedenfalls nicht. Fliegt mal ein bisschen safe rum hier. Hey, ruhig bleiben da oben. Bleiben Sie ruhig, bleiben Sie ruhig. Eieieiei. Wisst ihr, hier unten geht's mit dem Regen, ne? Was ist das hier? Boah, wie sieht's denn hier aus? Ah. Ein bisschen kurz erholen? Nee, der tickt doch hier die ganze Zeit hier das Leben. Nee, das mal hochgetickt ist, da ist ja, ne? Da wird eine alte Frau wie die Jungen in der Zeit. Deswegen, das wird auch noch eine Weile so aussehen. Aber irgendwann ist er dann voll live und dann ist wieder gut. So. Weiter geht's. Boah, ist das ein Wetterchen. Also hier drin kannst du ja keine Base bauen, ne? Weil das hier ständig, vor sich hin donnert. Da kriegst du ja echt eine Krise. Und hier gibt es auch noch ein Lava-Gebiet, ne? Hier mal auch mal gucken. Hier gibt es auf jeden Fall ganz viele Perlen, habe ich gesehen. Oh, die Blitze. Blitzi. Oh, nisch, wie weg. Wieder den schönen Sonnenuntergang. Da. Oh, das sieht toll aus. Ich will nicht hochfliegen. Ich fliege lieber nicht hoch. Ist der gerade unten? Ja, der ist unten. Das ist gut. Dann schnappen wir uns den. Ruhig bleiben. Oh, hä? Eine Erholung für die Ohren. Wo ist es denn hier? Da. Naja. Wieder nicht so wahnsinnig toll, aber naja. So, nach Hause. Ganz flink nach Hause. Hast du auf Insta geschrieben? Habe ich noch nicht gesehen. Ich habe ein neues Handy und da ist Insta noch gar nicht drauf. Da schickt mir Dani immer so lustige Videos auf Insta, aber ich hab noch gar keine Gelegenheit gehabt zu gucken. Ja, geht auf jeden Fall wieder los im September. Ganz offiziell. Und ich bin gerade so ein bisschen am Scouten, welche Map denn für uns hier am geeignetsten wäre. Die macht keinen schlechten Eindruck hier. Und Medieval Dynasty wollen wir auch anfangen. Mal gucken, ob wir das irgendwie alles unter einen Hut kriegen mit 7 Days to Die ja auch noch. Na, mal schauen. Wir machen das so lange, wie es uns Spaß macht und dann... So. Dann ist es wieder gut. Naja, das andere Arc haben wir ja eigentlich nur aufgehört, weil die Mods da jetzt mittlerweile so fehlerhaft waren. Gerade mit die Eiersammler und wir konnten auch keinen... Kein Tier mehr züchten und all sowas, ne? Da ging ja gar nichts mehr. Ja. Und jetzt habe ich nicht ganz so viele Mods drauf, nur, wie gesagt, die Teleporter habe ich drauf, die Automated Arc Mod habe ich drauf. Ein paar Boxen. Ja, das war es eigentlich schon. So. Gib mal her das Zeug. 34? 178, wollte gerade sagen. Ich habe doch mehr gehabt. Das Leder nehme ich noch mit. Das Fleisch, ja, das Fleisch nehme ich auch mit. So, mal gucken, ob wir das Ding jetzt herstellen können. Ah, kein Sprit mehr, ne? Genau. Kann ich die hier? Nee. Kann ich die hier? Warte mal. Wäre natürlich sehr praktisch, wenn ich die hier drin herstellen könnte. Nein, natürlich nicht. Mama. Warte mal, da muss ich mal eben irgendwo Sprit herholen. Gib mal hier rein. Wie lange hältst du jetzt? 18 Stunden, okay. Oder? 18 Stunden, ja. Verschafft uns, ein bisschen Zeit. So.
Wir brauchen Öl und Leder, damit wir ein bisschen Benzin herstellen können. Ich hab's echt... Nee, das hat ja verbraucht komplett, ne? Der blöde Kasten, ja. Oh, oder ich könnte... Nee, ich kann auch nicht mal... so ein Ding herstellen. Was kosten die? 25 Metallbarren. Ja, die haben wir doch. Brauche ich nur einmal Öl. Ein einziges Mal Öl. Brauche ich denn jetzt die Metallbarren? Sagte er großkotzig nur, die haben wir doch. Und hat er gar nicht da. Oh, pass auf. Rein damit. So, einmal Öl, Leute. Einmal Sprit. Einmal Sprit. Ach, hier haben wir auch noch ein Zeug drin. So, warte. Das da. Zack. So. Zack, löschen. Ne, wir wollen hier keinen Quatsch machen. Gehst du mal bitte weg? Sag mal. Geh mal hier hoch an deinen angestammten Platz, ja? So, bitteschön. Hui. Oh, das sieht toll aus. Es ist einfach schön. Es bleibt trotzdem schön, ne? Genau. So, pass auf. Und zwar. Rein damit. Hör auf zu laufen. Jetzt wartet doch kurz. Oh. Reicht. Danke. So, da haben wir schon mal den Safe, ne? Den kann man doch eigentlich irgendwo hinstellen, ne? Das war doch hier so. Den können wir doch irgendwo genau vor die Tür stellen. Ne, komm, wir stellen den einfach hier hin. Der braucht auch Sprit zum Laufen, ne? Der ist ja, der läuft ja nicht mit Lust und Liebe. No fuel. Oh, no fuel. Das ist ja blöd. Okay, na macht nichts. Können wir nicht ändern. Ist egal. Ist. Ey, geh doch auf jetzt. Pass auf, wir werden jetzt das Ding herstellen. Was brauchst du noch dafür? Polymer, Hammer, Metallbahn. Metallbahn hole ich dir. Dann machen wir zumindest mal die Teleporter. Und dann wird alles halb so schlimm. Versprech's euch. Ja, warte mal, das Öl. Kann ich noch ein bisschen Sprit herstellen? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So, ihr kommt da rein. Jetzt das Polymer mehr. Nehmen wir mal die Hälfte mit. So. Rein mit dir. Sprit rein. Halt. Den. Den. Kommt gleich noch ein. Und noch ein. Danke. Mehr brauchen wir nicht. Vielen Dank für Ihre Mitarbeit. Eine nehme ich mit. Eine bleibt hier. Vor der Reserve. Ja, zack, rein mit dir. Geilo, jetzt haben wir endlich... Oh. Hier hin. Zack. Sehr gut. So. Homies, home. Zack. Oh, cool. So, warte mal. Jetzt können wir doch die anderen Dinger, diesen Tracker. Der wäre ja auch noch ganz wichtig. Wie heißt denn dieser Tracker? Tracker, Tracker, Tracker. Aber, ja. Ach, was brauchst du dafür? Kristall, Zement, Filet? Gegrilltes Filet? Holla. Nee, ich werde so... 9:30, schätze ich. So gegen 9:30. Ich habe nur 3 Stunden geschlafen, von daher. Nicht so gut. Na, wir hatten doch Filet von dem. Alter, das hat der bestimmt alles gefressen, oder? Gefressenes Biest. Oh. Mai, habe ich Glück. Ich habe schon wieder mehr Glück als Verstand in diesem Spiel. Oh. Du kommst raus. Du kommst auch raus. Du auch. Du auch. Und dafür kommt das da rein. Zack. Oh, da haben wir Glück gehabt. Ja, bis später. Dankeschön. Danke auch dir, Kasper, dass du dabei warst. Vielen, vielen Dank. Da, 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 da.
So, und ihr, wenn ihr Lust und Laune habt, hinterlasst bitte ein Like und ein Abo auf diese Folge. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Ark Survival Ascended hier bei uns auf dem Kanal. Und ein Däumchen in nördlicher Richtung wäre wie immer ein absolutes Träumchen. Vielen Dank. Tschüss.